Schön anzusehen ist die Gummikouture ja, aber wie praktisch ist der neue Trend? Moderatorin Charlotte Engelhardt will sich den extravaganten Gummistil der Stars mal genauer anschauen. Tolle Farben, aufregende Schnitte. Aber man fragt sich natürlich dann auch schon so ein bisschen, wie soll ich denn da reinpassen? Erstens. Und zweitens hält es auch tatsächlich alles fest, was festgehalten werden muss. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Silikon, wie sich das anfühlt. Ist der neue Star-Trend auch wirklich partytauglich? Das Wichtigste zuerst, wie gut kann man sich in Silikon bewegen? Schon beim Anziehen gibt's nämlich Probleme. Hilfe. Ah, so. Das erste Mal in Gummimode, ein ungewohntes Gefühl für Charlotte. Das fühlt sich witzig an. Das ist tatsächlich dieses Silikon, das ist ganz fest. Doch kann Charlotte in der festen Silikonkorsage auch tanzen? Das ist partytauglich. TÜV geprüft von Frau Engelhardt. Auf jeden Fall, denn man dreht sich und der Unterrock bleibt unten. Das heißt, man muss sich überhaupt keine Sorgen machen. Das Einzige, was passiert, ist, dass einem schwindelig wird. Aber sonst alles hält. Und hier oben rum hält es auch immer. Großer Vorteil. Tanzen geht also problemlos im Gummikleidchen. Doch wer lange steht, will es irgendwann auch mal bequem haben. Aber ich, für meinen TÜV, sollte mich mit diesem Kleid nicht setzen. Warum unbedingt? Weil ich glaube so, das ist besser und vorteilhafter, wenn ich in diesem Kleid stehe. Setzen? Nee. Ich bleib stehen in diesem Kleid. Auf jeden Fall, das ist ein optimales Kleid für eine Stehparty. Charlotte will sich wegen angeblichem Hüftspeck lieber nicht setzen, doch für uns macht sie eine Ausnahme. Ich wüsste nicht, wie man sich damit elegant hinsetzen soll. Am besten so. Jetzt wird's nass. Charlotte macht den Hygienetest. Wie wild darf gefeiert werden? Wie belastbar ist die Gummimode? Wenn man zum Beispiel ein Getränk in der Hand hat und dann kommt irgendein Tollpatsch und dann zack, kriegt man hier über die schönen Kleider Wasser oder andere Getränke. Dann nimmt man ein Taschentuch und reibt es trocken. Hey, und die Party kann weitergehen. Zack, zack, man sieht nichts, es knittert nicht. Ich meine, wie super ist das denn bitte? Allerdings sollte Frau bei diesem Rock besonders auf bestimmte Zonen achten. Man sollte noch ein bisschen bei der Rasur aufpassen bei diesem Rock. Warum? Also nicht nur die Beine, sondern auch, weil er ist sehr tief ausgeschnitten. Also sollte man da schon keinen Busch hängen haben. Wäre nicht so schön. 400 bis über 1000 Euro muss man für den neuen Trend bezahlen. Sehr viel Geld für so wenig Stoff, zumindest obenrum. Nylon und Silikon 900 Euro, das ist ja fast schon eine Schönheits-OP. Nein, mal ganz im Ernst. Also, das ist natürlich sehr viel Geld. Ja, finde ich schon. Also ich finde es wirklich sehr, sehr teuer. Finde ich sehr, sehr schade, weil die wirklich so toll sind, die Kleider. Und die Kleider gibt es nur in Größe S. Das macht Charlotte große Sorgen. Hier oben habe ich ein bisschen Angst, dass mir meine besten Freundinnen rausspringen. Aber ansonsten, ja, super. Letzter Punkt. Eines ist nicht nur auf Promi-Partys wichtig. Sexy aussehen und trotzdem die richtigen Stellen verhüllen. Es hat wirklich super viele Blumen. Hier komplett, wenn ich hier an der Seite hoch, dann zieht sich das über den Bauch und hier hoch über die Brust. Ja, und diese beiden Blumen sind genau an der richtigen Stelle. Super, ganz praktisch, wirklich toll. Die Erfinderin der Silikonmode, Ima Koya, ist stolz auf ihre prominente Kundschaft. Ihr neuester